Gut, wach mal auf. Vorsicht, hell. So, jetzt müssen sich die Augen erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Sozusagen jetzt so diese Akklimatisierungsfolie. Es wird gleich ein bisschen heller. Was machen wir heute? JUnit oder von JUnit auf Mutation Testing. Sehr schön. Wer bin ich eigentlich? Es wurde schon gesagt, ich komme aus dem Königreich Bayern. Also, wenn ich manchmal so ein paar Begriffe verwende, die ihr nicht versteht, fragt nach. Versuche sie dann zu übersetzen. Manchmal kann ich sogar noch ganz gut Deutsch. Und ansonsten bin ich selber jetzt bei der Replay Group. Da bin ich als Fellow unterwegs und darf mich um Teams kümmern. Und naja, bin ein bisschen unterwegs. So, wo war ich unterwegs? In verschiedenen Branchen war ich unterwegs und da stellte sich immer ein Riesenproblem, nämlich Softwarequalität. Hat irgendjemand schon mal mit Softwarequalität ein Problem gehabt? Nee, ne? Bugs könnt ihr auch nicht buchstabieren, ne? Wollte ich auch nicht, ne? Ganz komisches Zeug. Und je nachdem, in welcher Branche man unterwegs ist oder für welchen Dienstleister oder für welchen Kunden man arbeitet, hat man natürlich unterschiedlichste Anforderungen. Man kann sich vorstellen, also hier zum Beispiel so im Luft- und Raumfahrt-Umfeld, da ist es halt ganz schlecht, wenn auf einmal auf dem Bildschirm steht, ja, please press Enter oder sonst irgendwas, ne? Und der Satellit ist unterwegs. Dementsprechend hat man sich immer damit beschäftigt, wie man jetzt irgendwie Codequalität messen kann und was man tun kann. Und da gibt es ganz viele Metriken und Gesundheit. Eine Frage noch: Hat irgendjemand ein gesteigertes, sagen wir mal, Gefühl, was Datenschutz angeht? Okay. Es könnte sein, dass ich zwischendurch Fotos mache. Wenn du da nicht drauf sein möchtest, dann müsstest du dir jetzt entweder so einen Zettel ausmalen mit so einem schwarzen Strich. Oder es irgendwie anders unkenntlich machen. Okay? Weil es könnte sein, dass ich Twitter, weil die haben sich ganz viel Mühe gegeben, das hier zu machen. Und eine Community, die lebt davon, einmal vom Mitmachen und auf der anderen Seite natürlich auch, dass man so ein bisschen Werbung macht. Und die haben es organisiert. Ich stehe hier vorne und rede. Und das, was ihr tun könnt, ist eigentlich ganz viel draußen publizieren, tweeten, bloggen, sonst irgendwas. Weil da, wo viel Aktivität ist, das zieht natürlich auch viele andere Menschen an. Und eine Community lebt eben vom Mitmachen, ja, vom allgemeinen Mitmachen. Also dementsprechend keine Hemmung, macht Fotos, tweetet, sonst irgendwas. Okay. JUnit. Wer hat mit JUnit schon gespielt? Ist irgendjemand dabei, der JUnit noch nicht kennt? Okay. Irgendjemand dabei, der nicht mit Java arbeitet? Ja, ihr lacht. Ich hatte neulich jemanden da, das war Java Performance Kurs. Da habe ich gefragt, was machst du hier? Warum? Weil er machte nur PHP. Ja? Ja, die haben vielleicht auch schon Streams. Weiß ich nicht. Kann sein. Okay, also von JUnit geht's los und wir wollen uns langsam dem Begriff Mutation Testing nähern. Das heißt, wenn du ein Stückchen Quelltext hast am Anfang, dann stellt sich natürlich irgendwie die Frage, wie testest du? Ursprünglich hat man das mal gemacht, dann hat man ganz viele Leute angestellt. Sicherlich kennt ihr das auch noch so, ne? Ich habe da irgendwie so Workflows, klicke ich mich durch, sage, ja, okay, schön. Und dann hat man natürlich irgendwann mit irgendwelchen Tests angefangen, da konnte man mit JUnit-Tests schreiben. Und was ist das Schöne bei JUnit? Was kann man da messen? Irgendeine Idee, was man messen kann? Ob die Tests testbar sind, ne? Okay, und was machst du mit Rot-Grün-Sehschwäche? Das war's, ne? Dumm gelaufen. Okay, also, ja, JUnit hat was mit Rot-Grün zu tun, ja. Also irgendwie fängst du an, Tests zu schreiben und dann stellt sich natürlich die Frage, wie gut sind Tests? Und gehen wir davon aus, wir haben jetzt so ein Stückchen Geschäftslogik. Frag mich bitte nicht nach dem Sinn. Bitte nicht. Also, es ist ein hervorragendes Beispiel für irgendeinen Geschäftsprozess. Betriebswirtschaftliche Software oder sonst irgendwas. Also irgendwas, was definiert ist. Und jetzt fängt man an, JUnit-Tests dafür zu schreiben. Was meint ihr, wie viele Tests braucht man, um das gut zu testen? Wie viele JUnit-Testmethoden würdet ihr so erwarten? Nur so grob über den Daumen geschätzt. Ihr seht das Ding, ist ja nicht viel. Wie viel braucht er? Zwei? Er sagt zwei. Bietet jemand mehr? Zwei sind im Angebot, okay. Vier, gut, bin bei vier. Vier zum ersten, vier zum zweiten, kommt fünf. Nein? Okay, gut. Ja, okay, also prinzipiell so richtig eine Meinung hat nicht jeder. Es ist keine Frage, bei der sofort die ganze Gruppe sagt: Ja, klar, drei, fünf, sieben, 20. Das ist ein Problem. Das ist kein schweres Stückchen Quelltext. Im Gegenteil, das ist sogar ein ziemlich triviales Stückchen Quelltext.
Aber prinzipiell seid ihr jetzt, also wer macht weniger als 2 Jahre Softwareentwicklung mit Java? Okay, du hast eine Ausrede? Du auch? Alle anderen müssten ja eigentlich aufgrund der Erfahrung und des täglichen Umgangs mit Java irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Aufwand ist es, das Ding zu testen, oder? Ja? Ja? Er sagt da gar nichts mehr. Er bleibt ganz still stehen. Ne? Bloß keine Regung. Könnte irgendwie, ne? Also das Problem ist wirklich, woher weiß ich, wie viele Tests brauche ich? Zweitens, ich habe nicht wirklich den Überblick, was sind jetzt gute Tests? Wie kann ich das messen? Eine ganz bekannte Metrik, die man verwendet. Eine Idee. Code Coverage, ja, ne? Was für Tools gibt's? Ja, Coco, ne? Habe ich gerade gehört. Irgendwas anderes, Emma, sonst was. Ja. Man braucht genau so viel Tests, um das Ding zu 100% Testabdeckung zu bringen. Ist hervorragend, ne? Also 2 Tests. Super. Wie bist du auf 2 gekommen? Gut geraten? Bist du auf deinem Wettbüro, ja? Okay. Wegen dem If-Else. Okay, gehen wir nochmal zurück. Wegen dem If-Else, ja? Okay. Wegen dem If-Else. Okay, deswegen meinst du 2, ja? Okay. Also was er gesagt hat, meinte 2, weil entweder mache ich den If-Weg oder den Else-Weg. Dann hast du erstmal 2 Wege. Wie viele Wege gibt es da? Erstmal 2. Okay, lassen wir im Raum stehen. 2 Wege. Okay. Also ich habe irgendwie versucht, jetzt anhand des Quelltextes mir zu überlegen, warte mal, wie viele Wege gibt es und so weiter. Also wenn das ein bisschen komplizierter ist, dann gehe ich davon aus, dass die meisten es nicht mehr ad hoc im Kopf machen. Und zweitens, diese beiden Tests, die ich da geschrieben habe, sind die gut? Wer ist der Meinung, die sind gut? Und würde das abgeben, Projekt erfüllt. Hände hoch. Okay, das war natürlich eine blöde Frage, ne? Sonst wäre ja der Talk hier zu Ende. Wer ist denn der Meinung, dass das keine guten Tests sind? Aha, der Rest hat keine Meinung? Erste Test, zweite Test. Wie bitte? Ja, A, B, A, B. 2 Tests. Und ich habe hiermit 100% Testabdeckung. Also wenn ich das Ding laufen lasse, habe ich 100% Testabdeckung und Sonatype und Co. wird sagen, perfekt. 100% Testabdeckung. Gefordert waren 75. Muss also einen Test wegwerfen. Ja, man will es ja nicht versauen. Nicht, dass Management sagt, hier hast du 100% erreicht, warum hast du hinten nicht erreicht? Ja? Okay, so. Jetzt waren ein paar, die gesagt haben, nicht gut. Wer hat gerade gesagt, das sind keine guten Tests? Ja? Okay. Warum meinst du, ist das kein guter Test? Ja, jetzt kommen wir schon so langsam in den Dreh, ne? Weil ich habe hier 0-0 genommen und ich habe hier 3-0 genommen. Macht das Sinn? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Jetzt kommen wir mal so langsam ein bisschen weiter. Wenn wir das Fenster zumachen sollen, damit ihr mehr hört, dann sagt Bescheid. Kalt genug ist es, glaube ich, im Moment. Ja? Okay. Die Sache ist natürlich die, dass wenn ich hier nochmal zurückgehe, ich natürlich erste Mal hier wahllos irgendwas gemacht habe. Und egal, ob es Sinn macht oder nicht, jetzt könnte man hingehen und sagen, okay, ich versuche jetzt bestimmte Grenzfälle herauszubekommen und dann hört es bei 99,9% der Entwickler auf. Ja, da ist Schluss. Sie versuchen sich also noch zu überlegen, sind die Grenzfälle denn richtig? Und selbst da, ich werde euch ganz zum Schluss noch ein Stückchen Quelltext zeigen aus dem realen Beispiel, kann das total in die Hose gehen bei so einem Stückchen Quelltext. Mehr nicht. Es war wirklich so viel. Und es ging bei mehreren Gruppen, bei verschiedenen Entwicklern von Junior bis Senior total daneben. Ja? Also Code Coverage ist erstmal nett. Aber jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt muss man denken. Dieses Denken kann ich aber nicht mehr messen. Ne? Welches Werkzeug unterstützt mich eigentlich dabei, hier die richtigen Grenzen zu finden? Abgesehen vom Mutation Testing, weil sonst würde ich das ja nicht erzählen. Aber kennt ihr noch irgendein anderes Werkzeug, was euch hilft, maschinell herauszufinden, das ist ein guter Test. Irgendetwas.
Das Problem ist ja, dass hier eine gewisse Logik und Semantik oder was auch immer drinsteckt, die ich erfassen muss. Also ich müsste jetzt irgendwas haben, was mir sagt, du, eine 3 ist zwar nett, aber doof. Ja? Also müsste ich irgendwie einen Quelltext analysieren? Schwierig. Okay. Thema ist ja heute Mutation Testing. Mutation Testing wird euch genau in diesem Pfad unterstützen. Dafür ist das Zeug gut. Hat ein paar Plus, hat ein paar Minuspunkte. Aber prinzipiell ist das genau der Weg, wie kann ich mich diesem Problem nähern, dass ich zwar eine Testabdeckung habe, aber wenn ich jetzt mehr Tests schreibe, habe ich eine Testabdeckung über 100%, die wird noch nicht mal in den Reports ausgewiesen. Also wenn ihr Jacoco oder sonst irgendwas nehmt und ihr habt eine 500% Testabdeckung, dann ist das okay. Ihr habt gerade gesagt, ihr müsst über die Grenzen sprechen. Keiner von euch hatte gerade auch nicht gemurmelt, zumindest habe ich es nicht gehört, dass man zum Beispiel auch sagt, ah, was ist, wenn ich da zum Beispiel absichtlich eine Exception provoziere? Die meisten denken beim Test nämlich so weit, dass sie sagen, okay, ich teste, aber bitte nur Glattläufer. 2 plus 1, 1 plus 2, 5 plus 7. Jetzt ist das meinetwegen ein Großintegrer und kein Int. Da stecke ich mal eine Null rein. Kommt Null Pointer Exception? Und wenn ja, reagiert das System so, wie ich das erwarte. Okay? Okay. Gehen wir jetzt mal hier. Mutation Testing ist eher was, dass ich versuche, etwas über die Struktur herauszubekommen und die Tests robust gegen Strukturänderung schreibe. Das ist sozusagen die Kurzfassung. Ich brauche also irgendwie, also wenn das Englisch hier schlecht ist, das kann ich noch schlechter als Deutsch, ja? Also bitte nicht verzweifeln. Fragt einfach. Ich versuche also jetzt herauszubekommen, was sind gute Tests und die Maschine soll mir dabei helfen. Ganz wichtig. Ich brauche also einen formalen Prozess, den ich irgendwo automatisieren kann. Und wenn ich jetzt ganz viele Tests schreibe, muss ich herausselektieren, welcher ist eigentlich der Test, der mir das Ding am meisten robust macht oder am besten abdeckt. Ich kann ja ganz viele Tests schreiben, testen nur dummerweise alle dasselbe. Das Gute ist, dass beim Mutation Testing die Maschine dieses für mich tut. Das heißt, sie macht es immer mit der gleichen Ausdauer, egal ob Monatsanfang oder Ende ist, ob es mitten in der Nacht ist oder früh morgens. Und das ist ja etwas, was ich brauche. Ich brauche ja zuverlässige Kennwerte. Abhängig davon sein, wie gerade die Stimmungslage zu Hause ist. Okay. Und wie werden jetzt Mutationen oder was bedeutet der Begriff Mutation? Da werden wir uns jetzt ein bisschen mit beschäftigen. Also, eine Mutation ist prinzipiell erstmal eine kleine Änderung im Quelltext. Die Idee, was das sein könnte? Zum Beispiel. Also ich mache irgendwie eine kleine Änderung. Diese kleine Änderung sollte dafür sorgen, dass es nur einen kleinen Defekt gibt. Warum? Klar, wir wollen das Problem ja eingrenzen. Es muss möglichst lokal sein, damit ich nicht irgendwas mache und mir bricht alles auseinander. Dann habe ich sowieso ein Designproblem. Ja? Okay. So. Ist irgendjemand dabei, der Mathe studiert hat? Okay, also wenn das nicht so scharf ist und so, von der Formulierung einfach weghören, ja. Es hat jetzt so einen pseudowissenschaftlichen Touch hier. Also, P. P ist das Programm. Okay? Hervorragend. T nennen wir die Test Suite oder das ist die Sammlung all eurer JUnit-Tests. So, jetzt habe ich also ein Programm und ich habe so einen ganzen Sack Tests, die ich geschrieben habe. Ja oder nein? Ja, ein paar Nicken, ein paar Nein. Okay, gut. Ja, wirklich komplizierter wird es auch nicht. Dann gehe ich davon aus, dass das Programm an sich Krebsgeschwüre bekommt. Also, es gibt die Version 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jede Version ist nur eine kleine Änderung. Gut. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man das manuell macht, wird man ein bisschen beschäftigt. Okay? Gut. So. Das heißt, ein P1, hier vorne ist noch was frei, da kannst du auch noch hinlegen, da ist noch einer. Such dir was aus. Servus. Okay. Schon mal mit JUnit gespielt? Schon mal mit JUnit gespielt? Gut. Jetzt machen wir Mutation Testing. Auch schon mitgespielt? Nee? Okay. Also wir sind noch nicht so weit. Wir haben nur gesagt, es gibt ein Programm und es gibt ganz viele JUnit-Tests. Okay. Und dann machen wir diese P1, 2, 3. Das sind die Mutationen. Also eine Mutation ist, ich verändere eine ganze kleine Kleinigkeit im Programm. Okay? Da sind wir gerade. Das heißt, dieses PX ist also irgendwie eine Mutation davon.
Und dann gehe ich hin und nehme alle Tests, die ich habe, und lasse sie gegen diese Mutation laufen. Was muss passieren? Wie viele? Schlicht und ergreifend mindestens einer. Ne? Grün ist es, wenn irgendein Test nun fehlschlägt. Das ist gut. Also, Test, der fehlschlägt, ist jetzt grün, nicht mehr rot. Jetzt weiß ich wieder mit der Rot-Grün-Sehschwäche. Ne? Okay. Das heißt, ich brauche also irgendwie einen Test, der jetzt sagt, halt, hier ist eine Änderung, damit komme ich nicht mehr klar, das Verhalten ist anders. So, und jetzt muss man ein bisschen darüber nachdenken. Das ist eigentlich, ne? Haben wir das erreicht mit dem, was wir da vorhin gemacht haben? Wir werden durchgehen. Ich werde euch zeigen, wie das läuft. Aber prinzipiell müssen wir mindestens einen Test haben, der fehlschlägt. Dann ist diese Mutation getötet worden. Ist vielleicht politisch nicht gerade ganz so korrekt, wie man das formuliert, aber irgendwie sagen wir, es ist nicht richtig genug. Ja? So. Wenn wir also ja, K von N Mutanten töten, ja? Wenn also von 10 Mutationen 9 nicht überleben, weil ein Test fehlschlägt, sind wir nicht gut genug. Per Definition. Ja? Gut. Das heißt, richtig gut wären wir eigentlich, wenn wir genau alle Mutationen abdecken. So, und jetzt haben wir langsam ein Problem. Ja, das Ding ist super laut, ne? Außerdem erfriere ich ja gleich. Die Bewegungen werden schon langsamer. Ich spreche schon irgendwie langsam. Die eine Sache ist also, wie erzeuge ich alle Mutationen? Das wäre jetzt die erste Frage. Wie mache ich das und welche Mutationen gibt es? Das wird ja immer lauter. Ja. Aber das Gute ist, dass ich die Maschine benutzen kann, um diese Mutation zu erzeugen. Was eigentlich passiert ist, ganz grob gesehen, wir gucken uns noch an, welche Mutationen es gibt, aber prinzipiell, ihr habt ja Bytecode und ihr habt einen Sack Tests und dementsprechend kann man den Bytecode an irgendeiner Stelle verändern. Dann habe ich sozusagen die Mutation erzeugt. Ich muss also nicht den Quelltext ändern, es neu kompilieren. Solche Ansätze gab es, sind doof. Also ich gehe hin in Bytecode, ich ändere was, lasse dann alle Tests laufen, dann gucke ich, ob die Mutationen eben überleben oder nicht. Okay, das ist sozusagen das technologische Grundwerk, was da hinten ist. Und dann lasse ich eben diese Mutationen permanent erzeugen nach einem bestimmten Muster. Wie? Schauen wir uns an. Was es für Musteränderungen gibt, schauen wir uns an. Und dann lasse ich immer dieselben Tests laufen. Oh, super. Danke. So, jetzt kannst du die Rauschunterdrückung ausstellen beim Video. Nein? Gut. So, das heißt, diese Mutationen sind erstmal eine Größe, die ich immer auf derselben Art und Weise erzeugen kann. Damit sind sie eigentlich erstmal ein sehr gutes Maß, wenn ich mir anschaue, wie viele Defekte habe ich denn pro 1000 Lines of Code. Da gibt es jetzt auch ganz viele Beschreibungen wieder und da kann man ganz viel Mathe dazu machen und so weiter. Aber prinzipiell kann man sagen, ich habe Million Lines of Code und da habe ich im Durchschnitt pro Kilo Lines, weiß was ich, 5 Defekte oder 10 Defekte oder was auch immer. Zumindest kann ich über diese Mutation die Anzahl der möglichen Mutationen erstmal einen Wertefort oder eine Menge aufspannen, die kritisch sein könnte. Ob sie kritisch ist und wenn ja, wie kritisch und wie sie einsortiert wird, von wegen kritisch oder nicht oder wie kritisch, das ist jetzt nochmal was anderes. Aber prinzipiell kann die Maschine mir erstmal sagen, du hast so und so viele Möglichkeiten eines Defekts bei so und so vielen Lines of Code. Das normiert man pro 1000. Und dann hat man da irgendwas, was gut oder schön ist. Und das kann man natürlich dann gegeneinander setzen. So. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein Defekt erst einmal unabhängig von anderen Defekts ist. Das heißt, ich ändere irgendetwas und ich gehe davon aus, dass jetzt ein anderer Defekt das nicht neutralisiert. Auch dieses kann passieren. Also im Moment gehe ich wirklich davon aus, ich mache einen Defekt und dann lasse ich es laufen. Dann mache ich das vom Original wieder einen Defekt und lasse es wieder laufen. Was ich erstmal nicht betrachte an der Stelle ist, ich mache Defekt A, Defekt B und gucke, ob dann irgendwie alles rot oder grün ist. Spannt den Problemraum nur ein bisschen weiter auf, okay? So, also wir gehen davon aus, wir haben immer nur eins und das ist unabhängig. Ganz einfache Betrachtung. Okay. Das Schöne dabei ist, wenn ich Mutation Testing verwende, müssen diejenigen, die die JUnit-Tests schreiben, erstmal gar nichts davon wissen.
Das heißt, du musst die JUnit-Tests jetzt nicht mit einer bestimmten Library schreiben. Du musst sie nicht nach einer bestimmten Notation schreiben oder sonst irgendwas, sondern du schreibst deine JUnit-Tests genau so wie gehabt. Und dann guckst du eben, welche Mutationen dabei sind. Ja, das heißt, im Umkehrschluss auch, wenn es symmetrisch ist, ich kann ein bestehendes Projekt nehmen und mit Mutation Testing anfangen. Das heißt, es ist also nichts, was ich irgendwie groß nachziehen muss, sondern ich kann wirklich bestehendes Projekt nehmen. Ich habe null JUnit-Tests, dementsprechend kann ja auch keiner fehlschlagen. Das heißt, ich kann Mutation Testing betreiben und mal gucken, was alles. Ne? Und dementsprechend kann ich dann eben zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der Projektlaufzeit damit beginnen. Das ist eben prinzipiell erstmal ein Vorteil, auch wenn man es manchmal nicht so haben möchte. Okay. Das Problem dabei ist, dass ich natürlich mit Anzahl der möglichen Operationen oder der möglichen Mutationen mehr oder weniger in so ein exponentielles Verhalten komme. Ne? Doppelte Anzahl Mutationen gleich, boah, und dann wird das viel. Könnt ihr euch vorstellen, ne? So 1 Million Lines of Code und jetzt fange ich bei jedem boolschen Operator mal an rumzuspielen, dann wird das ein bisschen viel. Dann kann ich das regional oder lokal begrenzen, das dämmt dann den Raum wieder ein, aber prinzipiell weiß ich noch nicht, was gute oder schlechte oder überhaupt mögliche Mutationen sind. Aber es ist irgendwie so exponentielles Wachstum. Das wird also kleiner Quelltext schön, großer Quelltext nicht schön. Wichtig bei dem Ganzen, wie bei allem ist, 100% ist zwar schön, aber wie findet ihr eigentlich raus, was die Barriere oder die Grenze für euch ist, damit ihr sagt, Mutation Testing hat jetzt ein Ziel erreicht, sodass wir sagen, wir sind fertig? Diese Frage, die müsst ihr euch, wenn ihr damit euch beschäftigt, relativ schnell stellen. Weil durch dieses exponentielle Verhalten werdet ihr natürlich auch exponentiell Aufwand produzieren und dann müsst ihr exponentiell eurem Projektleiter erklären, warum ihr das haben wollt und müsst also exponentiell lange bei eurem Chef stehen, damit ihr das Geld dafür bekommt. Und exponentiell beim Projektleiter mit exponentiell beim Projekt. Viel zu lang. Okay. Was sind Mutationen? Wir hatten gerade schon eine Idee gehabt, was Mutationen sein könnten. Eine Mutation könnte zum Beispiel sein, dass ich ein Value einfach ändere. Also ich gehe jetzt hin und habe eine Konstante. Ja, ist Hoppelpoppel. Und da mache ich irgendwie irgendwas anderes aus. Wie eine Maya. Wäre okay, oder? Und dann gucke ich mal, ob das Programm irgendwie knallt. Das heißt, allein bei solchen Konstanten, und das ist eigentlich die einfachste Form der Mutation oder irgendwelche, sagen wir mal, Additionen zu Konstanten und so weiter, das führt schon oftmals dazu, dass eigentlich die JUnit-Tests gar nicht mehr fehlschlagen. Ja, und da werdet ihr erschrocken sein, wie schlecht eure Tests sind, nur weil ich aus der Konstante 5 eine Konstante 6 mache. Und es läuft alles glatt durch. Also es ist eigentlich egal, ob ich 5 oder 6 schreibe, also nehme ich die Konstante gleich weg. Ja? Okay. Dann kann ich natürlich auch Entscheidungsmutationen machen. Das, was du schon gesagt hattest, ne? Ich kann aus dem Kleinen ein Kleiner gleich machen. Ganz fiese Sache. Warum? Ich muss jetzt Tests schreiben, die genau da drauf anschlagen. Bei Konstanten kann ich es mir noch überlegen. Ne? Ich habe größer, kleiner 10. Dann mache ich 9, 10, 11. Hervorragend. Ändert sich was? Müsste irgendwas fehlschlagen. Bei kleiner, gleich. Am besten noch in der Konkatenation mit irgendwelchen boolschen Parametern. Ne? Man macht ja gerne mal so ein if, größer, gleich und kleiner dies. Und dann wird man feststellen, dass man auf einmal nicht mehr testbaren Code bekommt. Also die Mutation, man bekommt sie nicht unter Kontrolle. Und die Tests, die ich dann anfange zu schreiben, die explodieren mir dann. Dann kann ich natürlich auch noch einfach Statement-Mutationen machen. Das heißt, das Ding geht wirklich hin und nimmt, okay, den Inkrement mache ich einfach eine Zeile später oder davor oder was auch immer. Und oftmals ist es so, dass solche Sachen an kritischen Stellen auch nicht detektiert werden von JUnit-Tests. Das heißt, wenn irgendjemand beim Bugfixing das mal nach unten schiebt, weil dann läuft es, ist das alles noch grün. Ja? Und das führte dummerweise auch zu blöden Problemen. Ne, da hat man ganz viele Berechnungen und dummerweise ist davon Prozentsatz falsch. Ist nicht schön. Aber das sind hier erstmal sprachneutrale Sachen. Jetzt überlegt euch mal, dass ihr das natürlich für Java-spezifische Sachen noch ein bisschen aufweiten könnt. Ne, ihr könnt jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, okay, ja, ein paar Ideen haben wir auch. Wir können die Modifier verändern. Machst du aus Private, machst du Protected. Guckst mal, ob es funktioniert. Machst du aus Protected Private, funktioniert das immer noch? Ne? Da können wir noch sagen, ja, es ist okay. Aber was ist eigentlich, wenn ich aus Static Non-Static mache? Oder aus Non-Static Static? Und dann habe ich ein Concurrency-Problem oder so, ja? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das System jetzt ärgern kann. Und leider Gottes sind diese einfachen Mutationen oftmals schon ein gewisser Arbeitsaufwand. Dann
Auch gerne genommen ist das Entfernen von Initialisierer. Ist auch schnell gemacht im Bytecode, ne? Da steht irgendwie drin, Hoppelpoppel als Initialisierung, hat sich irgendwo mal eingeschliffen und blieb da und irgendjemand sagt, ah, das braucht ja keiner, setze ich doch da unten schwupp weg. Implizite Annahme, das Ding war so, ja. Okay. This-Operator, also this Punkt modifizieren ist auch ganz gut. Ne? Da gehe ich irgendwo hin und sage, okay, mit sys, ohne sys und so weiter. Und diese Sachen, die werden dann einfach mal gegen eure Tests laufen lassen und ihr werdet sehen, was da alles passiert. Arguments Order Change, das ist auch eine sehr schöne Sache. Das heißt, ihr habt eine Methode, die hat int, int, int. Ja, und jetzt dreht ihr einfach mal die Parameter. Das Schlimme ist, dass es oftmals noch funktioniert, weil es sind ja irgendwelche Berechnungen. Ja, und die sind meistens dann auch noch im Wertebereich und das fällt gar nicht auf. Ja. Und irgendjemand geht hin und sagt, oh, also eigentlich habe ich lieber A, B, C stehen. Ist so schön synchron. Ja. So, ja. Strukturiert. Okay. Das heißt, man kann jetzt diese Mutationen in verschiedene Gruppen einsortieren. Und das ist das, was ihr dann später braucht, wenn ihr solche Mutation-Testing-Werkzeuge benutzt, weil die geben euch Mutationen auf bestimmten Gruppen. Und da könnt ihr das dann unterschiedlich stark definieren. Zum Beispiel Access Control, das war ne, Private, Protected, sonst irgendwas. Im Bereich der Inheritance könnt ihr natürlich auch Sachen verstecken oder erweitern. Ja. Ihr könnt natürlich die Polymorphie, also Vielgestaltigkeit, ihr könnt einfach mal eine Methode, einen Parameter dranhängen und mal wegnehmen. Und das kann immer noch irgendwie funktionieren. Das Überladen kann man natürlich auch verändern, auch eine sehr schöne Sache. Und ne, also sehr schön so in einer Methode wird man super aufgerufen, wird man nicht super aufgerufen oder es wird super irgendwie oder was auch immer. Ne, oder es gibt eine überladene Methode oder eben nicht. Oder man nimmt mitten in der Kaskade einen weg. Solche Sachen. Und dann kann man natürlich noch so typische Fehler durch Mutation erzeugen. Also typischerweise geht jemand hin und macht ein Array. So, solche Sachen. Und das sind die Gruppen, die haben sich irgendwo in der Literatur so ein bisschen ja, etabliert, möchte ich sagen. Und darauf basierend werdet ihr dann auch finden, dass ihr Operatoren oder Mutatoren findet, die ihr aktivieren oder deaktivieren könnt. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, das ist eine ganze Latte. Und wenn ihr dann sagt, okay, mach mal alles, dann wird das erstmal viel. Ja? Also die Frage stellt sich hier, mit welchem fangt ihr an, wenn ihr damit anfangt? Und wie erhöht ihr die Anzahl der Mutatoren? Und wenn ja, wie weit ist diese Bandbreite, um diese Mutation laufen zu lassen? Das ist natürlich kein Ersatz für JUnit, ja, sondern es ist ein Add-on. Das heißt also, ihr fangt ganz normal mit den JUnit-Tests an. Und wenn das dann einen Zustand hat, bei dem ihr sagt, okay, das mit der Entwicklung ist soweit gut, dann kommt ihr in so eine Art QMQS-Phase und dann schaltet ihr das Mutation-Testing an. Weil dann müsst ihr nämlich relativ viel Compile-Zeit und Ausführungszeit in Anspruch nehmen oder einplanen. Die Tools, die werden das relativ gut unterstützen. Das heißt, diese ganze Mutationssache, die wird für euch generiert. Das ist hervorragend. Und das Ablaufen der Tests, das machen dann auch diese Tools. Soweit, so gut. So. Beeinflusst das eure Projektstruktur? Wer ist der Meinung, ja? Wer ist der Meinung, nein? Wer hat keine Meinung? Gut. Der Rest? Okay. Eigentlich kann man fast schon drauf kommen. Also es wird eure Projektstruktur verändern, weil wenn so ein Mutationslauf exponentielles Laufzeitverhalten hat und ich habe ganz, ganz große Module mit ganz, ganz viel Quelltext, Gesundheit, dann habt ihr natürlich einen Compile-Testzyklus, der sehr, sehr lange dauert. Und da spreche ich wirklich von Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde auf so einem Laptop. Und das sind dann nur ein paar Kilobyte Quelltext, die da zu Buche schlagen. Wenn ihr dann wirklich ein Projekt habt mit irgendwie 1 Million Lines of Code oder 2 Millionen Lines of Code, dann kann das auch mal eine Stunde dauern. Das heißt, ihr müsst also zusehen, wenn ihr mit Mutation Testing anfangt, dass ihr erstmal mit kleinen Modulen anfangt und dann wird es nach und nach wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ihr immer feinere Module macht, um da erstmal die Abdeckungsrate oder die Mutationsfestigkeit zu erzeugen und vor allen Dingen um diese Durchläufe zu beschleunigen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie weit schlägt so eine Mutation eigentlich durch so ein komplettes Projekt durch? Wir sind bis jetzt immer nur davon ausgegangen, dass ich immer nur eine Mutation mache und keine Sammlung von Mutationen in einem Projekt. Also dementsprechend, es wird es verändern. Es gibt, wenn ihr danach sucht, so zwei Sachen, die euch immer wieder entgegenfallen. Na, ihr sagt so Mutation Testing und dann ergänzt ihr noch Java und dann kommt einmal dieses Mutation, Unit Testing, Java oder wie, also dieses Mu Java oder Mu Java, wie ihr es auch immer haben wollt. Und es kommt dieses PyTest.
Irgendjemand mit einem von diesen Dingern schon gespielt? Ne? Also wenn er spielt, dann nimmt nur das PyTester. Weil dieses Mutest, das ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich alt. Das Mutation Testing, das ist etwas, das wurde, glaube ich, in der Literatur das erste Mal in den 70er Jahren erwähnt. Das heißt, es ist also älter als ich, definitiv. Und die haben 2003 auch schon angefangen, in Java so ein Zeug zu implementieren. Jetzt ist bei diesem Projekt leider Gottes irgendwann mal so ein Bruch gekommen und dann passierte irgendwie gar nichts und hier haben sie mal irgendwie die README-Dateien aktualisiert. Deswegen haben sie jetzt mal wieder 2015 dran geschrieben. Ich bin da wirklich mal durchgegangen und habe mir mal in den Commit-Folgen angeguckt, was ist, und ich glaube, die letzten 20 oder 30 Commits waren irgendwie hier in Hello World geändert und da eine README und da die, weiß ich nicht, Lizenzbedingungen geändert. Es gibt dazu auch noch eine Homepage. Das ganz große Problem bei dem Ding ist, wenn ihr euch das mal anguckt, ich glaube, ich habe sogar Internet. Also das ist die Homepage. Da sieht man schon, das ist ein bisschen älter. Ne? Ja, das hat schon was. Ne? Auch die Benutzerführung ist relativ stringent, also schon an Tablets angepasst. Die waren super. Ne? Die waren sehr, sehr, sehr fortschrittlich. Aber das Hauptproblem bei der ganzen Sache ist, man wird es dann hier unten sehen, man hat sowas hier. Das heißt, wie erzeuge ich die Mutation? Und wie arbeite ich mit den Mutationen? Das ist jetzt einer der großen Probleme. Also wie bindet sich das in meine Toolchain ein und was hat das mit DevOps zu tun im schlimmsten Falle? Ne? Das heißt, hier mit diesem Werkzeug sind die in den Weg gegangen, dass sie also eine Oberfläche euch anbieten, um Quelltext zu mutieren und dann könnt ihr das kompilieren und dann könnt ihr das ausführen und dann könnt ihr und so weiter und so weiter. Das kann sein, dass das mal cool war. Es hat auch eine recht filigrane Einstellungsmöglichkeit, bei der ich wahrscheinlich auch ein bisschen länger brauche, um das alles zu verstehen mit diesen drei, vier Buchstabenkürzeln. Aber prinzipiell ist es so, dass die eben davon ausgehen, man benutzt ein Werkzeug in irgendeiner Form und naja, Swing ist halt End of Life. Ich weiß gar nicht, ob das noch läuft. Das müsste ja jetzt JavaFX sein. So, das ist das eine. Und wenn man sich mal anschaut, wie die Contributor da sind, dann merkt man auch, an dem Projekt ist nicht mehr viel los. Das sind zwei, drei Leute. Es gab einmal so einen richtigen Schwung. So, jetzt sind wir da. Und dann war Ebbe. Ne? Dann kommt wieder nichts. Das heißt also, ich würde wahrscheinlich nach jetzigem Wissensstand nicht dieses Framework benutzen. Ja? Außer ihr seid bei Siemens in der Legacy-Abteilung oder so. Dann ist das natürlich noch okay. So. Und das PyTesting, das ist relativ jung, aber das hat eine sehr, sehr hohe Aktivitätenrate. Da habt ihr wirklich nur so ein, zwei Jahre, die ihr auf GitHub schon seht und die machen wirklich am laufenden Meter da was. Das heißt, wenn ich eine Entscheidung hätte, würde ich mir eher das hier anschauen und das ist auch der Grund, warum ich euch jetzt zeige, wie ihr damit arbeiten könnt. Ja? Auch die Integration ist eine etwas andere. Die Homepage ist relativ gut beschrieben, ja, das heißt, man hat also ein Hello World, man weiß, welche Maven-Dependency man einträgt und so weiter und so weiter. Okay. Wie schreiben wir jetzt ein Hello World? Nehmen wir uns mal wieder das Beispiel von vorhin, ja? So, und jetzt wollen wir uns dem nähern. Also, wie schreibe ich dazu jetzt eigentlich robuste Tests, damit dieser Kram hier erstmal läuft? Und hier sind ein, zwei Sachen drin, die sind doof. Und was könnte hier doof sein? Einfach nur mal so allgemein gefragt, okay? Ja, okay. Was noch? Irgendeine andere Idee? Was meint ihr, ist hier die ganz blöde Stelle? Richtig, warum? Anders gelagert wird, also Mm-mm. Das ist die es nicht. Grenzen sind anders. Man hat diesen Offset nicht. Es wird was anderes sein. Es wird was anderes. Es wird was anderes sein. Irgendjemand, also das mal minus 1 ist richtig, aber es wird was anderes sein, was dich ärgern wird. Hast du gerade sie gesagt? Wie alt bin ich? Ja. Also, wir sind uns einig, dass es muss irgendwie hier sein. Ja, klar, ist ja auch die einzige halbwegs
sinnvolle Logik drin. Ja? Da passiert irgendwas. Aber was wird das Blöde sein, um da robuste Tests zu schreiben? Da, nee, noch keine Idee? Schauen wir uns an. Ja, gut, das hätte jetzt Grenzen, aber es wird was anderes sein. Grenzen kannst du einfach testen. Aber sei es drum. Also, ich gebe zum Protokoll, es hat keiner gewusst. Okay? Gut, hervorragend. Also, fangen wir mit den ersten beiden an. Also, wir haben hier wieder diese Tests von gerade, wir haben 100% Test-Coverage, okay? So, wenn ich jetzt Mutation-Testen laufen lasse, dann bekomme ich einen Report, der sieht so aus. Und zwar folgendes. Wie ich diesen Report erzeuge, zeige ich euch gleich. Ich habe auch ein Git-Repo gemacht, da ist das Beispiel drin, da könnt ihr sofort starten und so weiter. Ihr bekommt also eine HTML-Seite, da ist der Quelltext drauf, der getestet worden ist. Und dazu, das habe ich jetzt auseinandergeschnitten, daneben gemacht, damit es eben auf dem Bildschirm passt, bekommt ihr diese Information hier. So, was ist? Ihr seht hier die Zeile 8. Die ist rot, ne? Widerspricht irgendjemand? Nein. Hier ist auch die Zeile 8. Und zu dieser Zeile 8 gibt es jetzt verschiedene Anmerkungen. Zum Beispiel, diese hier wurde gekillt. Das heißt, eine Mutation wurde durchgeführt und sie ist fehlgeschlagen, beziehungsweise ein Test ist fehlgeschlagen und deswegen wurde diese Mutation getötet. Okay? Aber Remove Conditional hat überlebt. Genau an dieser Stelle. Genauso wie Substitute minus 1 mit 0 hat hier auch überlebt. Was das bedeutet? Schauen wir mal. Der hat also irgendwie Zahlen hier geändert und ich habe hier eine 2 und dann macht er eine 0, macht er minus 1 oder sonst irgendwas und die Tests haben nicht zugeschlagen. Klar, ich habe eine 0, 0 und 3, 0 genommen. Und dummerweise hat er zwei, drei Mutationen gemacht, die genau zwischen diesem Wertebereich lagen. Puh, dumm gelaufen. Hätte ich andere Zahlen genommen, hätte es vielleicht die Mutation gekillt. Okay. Und Integer und so weiter, Addition mit Subtraktion, hat er dann auch noch, das gehört schon zu 9 oder zu 8? Nee, ich glaube, es gehört noch zu 8, oder? Nee, hier, Quatsch. Also, bis hierhin ist es 8. So, changed, 2 zu 3, negiert, removed und removed. So, und ab hier ist 9, das heißt minus 1 und 0 ist, boah, Zeile 9, hier, da, der hier, 0 und minus 1, das ist nicht passiert. Und dann hier Subtraktion hat er draus gemacht, ist auch nicht passiert. Also, wie gesagt, man bekommt da einen detaillierten Überblick. Und jetzt fange ich an, natürlich, Tests zu schreiben, um genau diese Defects zu eliminieren. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, immer in so einem iterativen Zyklus zu sagen, okay, führe die Mutation durch, schaue mir dieses Ding an und gehe dann Zeile für Zeile durch und versuche genau das zu eliminieren. Und das ist eben genau dieser Prozess, der auf der einen Seite zeitaufwendig ist, aber dann später zu sehr robusten Tests führt. Führe ich jetzt zum Beispiel den Test einfach dazu aus, nicht von 3 und 0, sondern 2 und 0, was eben passiert ist, dass ich, wenn ich jetzt hier nochmal schaue, na, da hatte ich bei der 8, hatte ich 1, 2, 4, hatte ich rot und hier habe ich eben nur noch 4 rot. Ja. Das heißt, einfach nur anstatt 3, 0, 2, 0 zu nehmen, war eigentlich die bessere Wahl. Als Mensch habe ich es jetzt an der Stelle nicht gesehen, weil ich einfach sagte, ja, es ist eine gültige Kombination und ist irgendwo mitten im Wertebereich. Okay. Aber die Maschine gibt mir jetzt Möglichkeit zu sagen, und 2 wäre es besser gewesen. Da kann ich also die 3-0 wegnehmen und die 2-0 nehmen. Kann ich das wirklich? Schreibe ich den nächsten Test. Na? Also ich nehme nicht 2, sondern ich nehme 1. Was passiert? Die Zeile 8 wird komplett grün. Das heißt, mit diesem Test, den ich jetzt habe, 3, 2 und 1, habe ich jetzt sozusagen das Ding so festgenagelt, dass ich hier nichts mehr verändern kann, ohne dass irgendwas fehlschlägt. Jetzt gehe ich davon aus, die Tests sind gut. Das heißt, allein hierfür habe ich 3 oder 4 Tests gebraucht. Ne? 2 hat sie gesagt, weil es nur 2 Wege gibt. Du erinnerst dich. Okay? Aber gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt haben wir hier noch diese beiden Sachen. Und diese beiden Sachen haben jetzt eben auch noch, die haben so ein bisschen in sich. Was müsste ich für Tests schreiben? Schauen wir uns den nächsten an. Wenn ich jetzt 1 und 1 mache, habe ich eigentlich nur Integer-Addition mit Subtraktion gekillt, klar, weil 0 war eben blöd, weil es war ja symmetrisch, ne? Kannst du machen, was du willst, ob plus 0 oder minus 0 ist, egal.
Dementsprechend bin ich jetzt einen Schritt weiter, aber trotzdem ist diese Zeile noch rot. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich nehme jetzt 2 und 2 als Test und siehe da, ich habe halt die Addition hier unten damit gekillt. Jetzt bin ich beim Test, weiß ich nicht, 6 oder 7 oder so, ja? Ne? 1, 0, 1, 1, 2, 2. Und schon, so jetzt habe ich diese Zeile, aber jetzt fehlt noch das Letzte. So, und jetzt müsstet ihr eigentlich wissen, was das Blöde bei diesem Test war, ganz am Anfang, ne? Die Zeile ist die richtige, die blöd ist. Aber was ist das Blöde hier? Welchen Test muss ich schreiben, damit das Ding grün wird? Ja, jetzt wäre es gut, einen Mathematiker zu haben, ne? Richtig. Richtig. Genau das ist es. Wir haben jetzt hier geteilt durch und mal minus 1. Und das ist egal, es kommt selber raus. Aber das Mutation Testing wird anschlagen, weil eine Mutation wird überleben. Und du wirst keinen Test schreiben können, der das Ding killt. Okay? Was könnte man dagegen tun? Es gibt 2 Lösungen. Nee, 3 Lösungen. Im Prinzip ist das ja eine negative. Das ist doch eine false-positive Mutation. Die Mutation ist, auch wenn ihr das mal durch Division ersetzt, ist das immer noch ein korrekter Code an der Stelle. Das heißt, ja. Also entweder du konfigurierst die Mutation, dass du diese Mutation nicht haben willst, aber dann müsste es nur für diese Stelle sein, das ist doof. Oder du sagst, okay, 100% sind halt hier nicht erreichbar, das ist okay. Oder du gehst zum Dienstleister und sagst, das dürfen wir nicht machen, weil mein Mutation Testing wird nicht grün. So. Oder ich muss eben refactoren. Wenn ich das sinnvoll refactoren kann. Ja, also es ist immer die Frage, was ist jetzt wirklich hier für ein Aufwand? Das heißt, mit dem Mutation Testing kommt ihr ganz schnell an bestimmte Grenzfälle dran, die prinzipiell bedeuten, das ist schlecht zu testen. Ich kann die Mutation nicht killen. Oder ich habe Quelltext produziert, der irgendwie multiple Ergebnisse zulässt. Das Mutation Testing ist nicht das adäquate Werkzeug oder der Quelltext ist nicht der adäquate für das Mutation Testing. Also ihr müsst irgendwo jetzt den Kompromiss finden und meistens, wenn ich jetzt mal alles zusammenfasse, wird es darauf hinauslaufen, dass ihr erstens die Pakete kleiner macht, zweitens ihr werdet refactor müssen, das wird die Konsequenz sein, damit der ganze Quelltext besser zu testen ist. Und dass man zum guten Testschreiben anderen Code schreibt, als man ihn vielleicht ad hoc schreiben würde, das weiß man ja schon von JUnit, nur hier wird es jetzt härter. Das heißt, mit diesem Mutation Testing zwingt ihr den Entwickler durchaus so geschachtelte oder multiple Wege oder sonst irgendwas simplifizieren. Und es hat sich gezeigt bei größeren Projekten, dass man dadurch meistens so Quelltexte, ich zeige euch gleich ein Beispiel, die so, das fängt bei Utility-Methoden an. Ihr habt die Utils und die wurde mal geschrieben, waren 3 Zeilen. Und oh, da gibt es ja noch einen Sonderfall, Zeile 7 bis 8 dazu. Und da gab es noch einen Sonderfall und dann wurde irgendwie diese Utils-Methode so und dann ist das irgendwie so ein Dreieck, ja, so if, then, else, if, then, for, each, was auch immer, ja. Und das Ding kann man natürlich nicht mehr sauber testen. Die JUnit-Test, die kann ich sauber schreiben, weil ich kann sagen, 2 töte ich rein, 2 will ich raus haben, das ist richtig. Aber ich kann eben keine Tests schreiben, die Struktur auch festnageln. Und Mutation-Testing ist ein Werkzeug, nicht nur um das formal Korrekte nachzuweisen, dafür reicht JUnit-Test, sondern es ist dazu da, auch die Struktur in einer gewissen Weise so in Tests zu manifestieren, dass eine Strukturänderung sofort detektiert werden kann. Das ist ein etwas anderer Schwerpunkt. Es hilft aber spätestens dann, wenn ihr Fixing betreibt. Okay. Was muss ich machen, um das Zeug zu benutzen? Ist relativ einfach. Ich setze mal voraus, dass man mit Maven jetzt hier arbeitet, mit Gradle und so weiter geht es natürlich auch. Ich declare also einmal die Dependency. Zeige ich gleich, wie das Ding aussieht. Dann schreibe ich natürlich meine JUnit-Tests, falls nicht sowieso schon getan ist. Wenn ich ein bestehendes Projekt habe, habe ich ganz normal meine JUnit-Tests. Und dann mache ich ein Clean Package. Und das bedeutet, ich muss wirklich alles wegwerfen. Dann muss ich das Ding eben durch die Testphase durchlaufen lassen, weil Mutation Testing wird nur, also PyTest wird euch nur sagen, ich führe mich jetzt aus oder ich mache diese Mutation, wenn wirklich alle Tests vorher grün sind, weil sonst kann er natürlich nicht entscheiden, ist der fehlgeschlagene Test jetzt die Mutations,
Variante oder nicht. Dementsprechend, also ihr müsst grüne Tests haben. Dann könnt ihr es durchlaufen lassen und dann geht ihr eben hin und führt eben das Mutation Coverage aus und nach dem Mutation Coverage erzeugt ihr den Report. So, das ist das, was ihr jetzt im Lifecycle braucht. Das kann man hervorragend in einen Jenkins, TeamCity, Bamboo oder was auch immer integrieren. Und damit könnten jetzt zum Beispiel über Nacht auf einer fetten Maschine diese Tests durchgeführt werden. Der Report steht euch am nächsten Morgen zur Verfügung. Und spätestens, wenn ihr das dreimal gemacht habt, habt ihr keine Lust dazu. Warum? Ja, wenn du jetzt anfängst, Tests zu schreiben, musst bis morgen warten, dann macht das ja keinen Spaß, ne? So. Also dementsprechend, macht kleine Pakete, seht zu, dass dieser Wertebereich klein ist und dann wird das eben als Profil meistens, oder ich mache so, dass ich es eben als Profil aktivierbar mache, dass ich sage, ich mache mal den ganz normalen JUnit-Test, bis das soweit testet und passt und so weiter und ich den Business-Code fertig habe. Dann schalte ich Mutation-Testing ein, ich fange an, diese kleinen Iterationen auf möglichst kleinem Quelltext zu machen und ich dachte schon, mein Rechner ist hier aus, weil es so dunkel wird. Und dann sehe ich zu, dass ich die Tests eben robust mache, wobei da sollte man meistens auch eine Refactoring-Phase mit einplanen, weil sich dann nämlich zeigen wird, wie sauber hast du das Zeug wirklich auseinandergezogen. Okay. Ja, und dann findet ihr das Ganze, wenn ihr das per Maven macht unter Target Pit Reports, da findet ihr dann wirklich so ein HTML-Zeugs und das könnt ihr euch angucken, das ist das, was ich euch gezeigt habe. Und dann spätestens kommt ihr an den Fall, dass ihr eben aktiv entscheiden werdet, welche Mutationen wollt ihr haben, also aus welchem Bereich und vor allen Dingen, wie hoch soll diese Mutationsrate, wie weit soll sich das fortpflanzen und so weiter. Und jetzt hat sich gezeigt, dass es am besten ist, am Anfang wirklich erstmal nur die Mutationen zu den Konstanten verändern sich, Mutatoren verändern sich und danach sollte man hingehen und erst gezielt aktivieren die Sachen, ich schiebe jetzt die Zeilen. Ja, solche Sachen. Meistens so etwas anstrengenderen Änderungen, wenn das wirklich zum Problem wird. Also das heißt, aktiviert dann auch wirklich sukzessive das Zeug, wenn ihr also ein Projekt habt, was größer ist, nehmt einen ganz kleinen Mutationsvorrat und etabliert den erstmal. Und wenn sich das Team daran gewöhnt hat und das in den Prozess eingeschwungen ist und die größeren Refactoring-Maßnahmen sind, dann schaltet die nächste Mutation zu. Dann seht zu, weil dann werden wieder Paketaufteilungen erfolgen und so weiter. Es wird Zeit brauchen. Und wenn diese Stufe ist, dann aktiviert die nächste Mutation. Wenn ihr natürlich eigene Tests schreibt, könnt ihr gleich euch alles geben. Ne? Ja, bloß keine Hemmung. Okay, so sieht das im Maven aus. Das ist relativ einfach. Ne? Ihr sagt, okay, hier PyTest, ich habe dieses PyTest Maven Artefakt, ich nehme die Version, was auch immer und ich habe jetzt einfach mal Spaß, habe die Mutatoren, nimm mal alle. Die haben das so unterteilt in stabile und experimentelle. Bei allen sind einfach alle dabei. Das heißt, die experimentellen sollte man natürlich ein Auge drauf haben, ob die auch wirklich so funktionieren, wie man es erwartet. Und was eben wichtig ist, dass ihr eben auch die Target-Tests und Target-Classes angebt. Oftmals ist es so, ihr habt irgendwo Geschäftslogik und das ist im Package A drin und die JUnit-Tests werden in Hauptpackage JUnit.Original-Package-Name geschrieben, damit ihr später eben sagen könnt, das sind die JUnit-Tests, das sind die Performance-Tests, das sind die Integrations-Tests. Und dann wird dummerweise das hier vergessen und dann kommen da andere Sachen mal raus. Ja? Also dementsprechend gebt wirklich nur die Packages an, die ihr braucht, um das nochmal einzuschränken. Und wirklich fangt mit kleinen Sachen an, weil das Ding kann echt ein bisschen dauern. So, das war's. Mehr braucht ihr nicht machen, dann könnt ihr das Zeug benutzen, auch in der IDE. Für die Leute, die eine IDE und nicht Eclipse oder NetBeans benutzen, gibt es dann sogar auch schon ein Plugin. Was ist denn das? Da lacht jemand. Okay, wer benutzt IntelliJ? Oh, Glück gehabt. Und der Rest ist noch an der Uni und darf kein Geld für Lizenzen aufgeben. Hat kein Open-Source-Projekt. Also kann ich empfehlen, macht ein Open-Source-Projekt, fragt JetBrains, die geben euch sofort die Enterprise-Lizenz. Ist total gut. Nein, habe ich natürlich nicht so gemacht. So, also, wichtig ist, Mutation-Testing führt euch oft zu Refactoring. Also, wenn ihr mit Mutation-Testing anfangt, bereitet euch darauf vor, dass ihr refactern müsst. Und das Refactoring ist teilweise wirklich ein bisschen anders. Das hier ist ein Beispiel, wirklich aus einem produktiven System. Das Ding habe ich gefunden. Und was macht das? Jetzt habe ich ja alle Senior-Entwickler hier. Was macht das? Boah, jetzt kann ich einen Kaffee trinken. Ja, aber wie funktioniert das genau? Ja, das war schon mal hervorragend. So, er verschwindet jetzt gleich, bloß nicht aufs Video. Also, egal wie viel Zeit ich euch gebe, ob ich jetzt euch 5 Minuten gebe, 10 Minuten, ob ihr einen Professor
einen Doktortitel habt oder einfach nur Menschen seid. Es ist wirklich so, dass ihr hier ein Problem haben werdet. Ja? Oh, wer hat alles einen Doktortitel? Du, ne? Aber seht ihr, ihr bekommt jetzt auch eine gute Gesichtsfarbe, finde ich. Die Sache ist hier, dass ihr hier zwar einfache Konstrukte habt, aber wenn ihr jetzt das mal alles Revue passieren lasst, was ich gesagt habe, die Anzahl der Mutatoren und so weiter, seht ihr ja ganz viele so plus und kleiner und ganz fürchterlich. Das heißt, das Mutation Testing wird euch hier euch erstmal echt wahnsinnig machen. Ja? Das wird keinen Spaß machen. Und wenn ihr anfangt dafür, robuste Tests zu schreiben, werdet ihr irgendwann an den Punkt kommen, dass ihr sagt, den ganzen Scheiß schmeiß ich weg und schreib's neu. Und ihr müsst damit rechnen, dass das ein richtiges Ergebnis ist. Weil dieses Ding wirklich zur vollen Abdeckung zu bringen, ist echt ein Problem. Das ist die alternative Version. Ich habe das jetzt ein bisschen anders formatiert, damit es auch ohne IDE lesbar ist. Das ist der einzige Grund, warum ich hier so komische Sprünge mache. Aber das ist der äquivalente Code. Und da kann ich jetzt Mutation Testing auf komplett grün schreiben. Oder vielleicht nur ein, zwei Sachen, die mich stören. Bei dem anderen ist das schwierig. Ich lasse gleich die JUnit-Tests laufen und zeige euch, wie derselbe JUnit-Test auf dieser und jenen Implementierung zu anderen Mutationsfestigkeit führt. Aber das Ziel ist, dass man beim Mutation-Testing, wenn ich wirklich aktiv damit anfange, nutzt die Zeit, auch bestehende Implementierung oder das, was ihr gerade verbrochen habt, wirklich nochmal aufzubrechen und nochmal sauber durchzudeklinieren, ob das ist, so sinnvoll ist. Weil man ja meistens so einen evolutionären Prozess hat, ja, und dann wird das immer ein bisschen komplizierter und das habe ich ja heute gemacht, deswegen verstehe ich das heute noch. Morgen darf ich das Ding nicht mehr anfassen, ich muss deswegen heute fertig werden. Ja. Und dementsprechend, das wird einer der, das ist jetzt wirklich ein Realbeispiel. Und ich zeige euch gleich das Beispiel, aber ich habe hier das als GitHub-Repository gemacht. Ihr werdet das finden unter dem heutigen Datum und UKA. Ansonsten einfach da nochmal schauen. Ich kann den Link gleich nochmal rausgeben. Die Sache ist, wie sieht das jetzt praktisch aus? Oh, jetzt habe ich hier noch alles auf dunkel. Ich schalte das mal auf hell. So. Das hatte ich gerade noch vergessen. Colors, schwupp. Ja, per Programming sollte reichen. So, schwupps. Jetzt gucken wir mal, ob auch der Quelltext, nee, der ist noch nicht. Den muss ich noch umschalten. So. So, sorry dafür. Also, es ist jetzt wirklich so, das war die alte Implementierung. Da habe ich zwei Beispiele euch reingelegt. Einmal das, was hier war. Und dann noch ein anderes Beispiel, das ist wirklich 1:1 aus dem Produktionsquelltext rauskopiert. Und hier zum Beispiel war die Aufgabe Extract Number Prefix. Also wenn vorne irgendwie 1, 2, 3 steht, dann willst du das trennen. Und dann haben die eben Code geschrieben, das heißt, also iteriere über diesen String, vorne machst du da das Zeugs und dann guckst du mal hier, ob das eine Zahl ist. Allein das ist schon eine wirklich geniale Idee. Ja? So, das zu testen war ein bisschen umständlich. Daraus wurde nach Mutation Testing eben was anderes. Was ich jetzt gemacht habe in dem Fall war, ich konnte jetzt alte Implementierungen oder wenn es etwas kompliziertere Implementierungen sind, zieht ein Interface davor, macht die alte Implementierung, nimmt die neue Implementierung, wenn ihr zum Beispiel keine umfassende JUnit-Testabdeckung habt und macht erstmal sowas wie ein AB-Testing. Ja? Lasst das Ding mal 2 Monate parallel laufen, guckt, ob dieselben Ergebnisse rauskommen oder so. Es gibt also verschiedene Wege, nicht vorhandene Testabdeckung in irgendeiner Weise nach und nach abzusichern. Hier ist es so, dass ich dann hier diese JUnit-Tests dazu dazu geschrieben habe. Und ich habe das so gemacht, dass ich so eine Methode create gemacht habe, damit ich eben die Implementierung austauschen kann. Ja? Aber ihr werdet dann sehen, es sind 1:1 wirklich Copy-Paste dieselben JUnit-Tests. Und es gibt für IntelliJ zum Beispiel das Plugin, um damit PyTest laufen zu lassen, wenn ihr es nicht über Maven machen wollt. Bei Maven ist wirklich clean, install, erzeuge die Mutation und mach den Report. Und das kann man mit diesem Plugin, das gibt es garantiert auch für andere Sachen, kann man das Ding eben laufen lassen und das sieht dann wirklich so aus, dass ich sage, okay, diese Sorting Units und weg damit. So, lass die mal laufen. Was macht der? Irgendwann reagiert mein Rechner auch. Das Problem ist, ich habe jetzt gerade die ERP mehr drauf gemacht und das war eine begrenzt gute Idee, zumindest in dem Fall. So, die Mutationen sind gelaufen. Was ist die Ausgabe? Er gibt euch erstmal hier so ein paar Infos, ja, ich lebe und ich mache etwas. Was er dann eben macht, er
analysiert so ein bisschen, was ist da eigentlich vorhanden, was gehört rein, was gehört nicht rein. Und dann guckt er sich an, sag mal, wie viele Tests hast du denn? Und jetzt fängt er an und dieses hier, das hier, ja, das wird das sein, was euch dann einen Kaffee lässt. Ja? Weil wenn ihr ein großes Projekt habt, dann dauert das auch mal eine Viertelstunde. Und da rede ich wirklich nur von ein paar Kilobyte Test, Quelltext. Wenn er damit fertig ist, wird er euch sagen, okay, ist was passiert? Und dann bekommt ihr so eine Kommandozahlenausgabe, was weiß ich, wie viele sind getötet worden, wie viele Mutationen und. Aber das ganz Tolle ist, dass er euch hier diesen Report gibt. Diesen Report könnt ihr entweder unter Target Pit Report holen oder eben mit dem Plugin direkt rein. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe die alte Implementierung genommen und die neue Implementierung und ich habe einfach beides mal dieselben JS-Tests laufen lassen und dann eben geguckt, wie viele Mutationen werden mit denselben Tests bei der einen Implementierung, bei der anderen eben herausgeholt. Sagt doch, dass ihr nichts lesen könnt. So, ne? So, und da könnt ihr eben sehen, bei dem hier, ne, es gibt einmal die neue und die alte und ihr seht sofort, es gibt einen Unterschied. Also die gleiche Aufwandsmenge an JSON-Tests ergibt eine andere Robustheit, die einfach nur in der Struktur des zugrunde liegenden Quelltexts liegt. Und damit könnt ihr dann eben sagen, okay, also zum Beispiel beim alten sind bestimmte Sachen eben nicht rausgekommen. Hier oben gab es eben dieses if kleiner, da wird wahrscheinlich ein kleiner gleich, was auch immer daraus gemacht. Und hier gibt es eben auch, und das sind eben so diese Sachen, diese kombinierten Sachen, die werden euch ärgern beim Mutation Testing. Und was euch richtig ärgern wird, sind eben solche Sachen. Ja? So, das führt meistens dazu, dass der Testaufwand, das richtig abzutesten, wesentlich höher ist, als schreibt das Ding neu. So, und dann kommt eben hier dieser Coverage Report raus. Und auf der anderen Seite werdet ihr sehen, das könnt ihr ja dann zu Hause ganz in Ruhe durchgehen, was sind die Unterschiede, wie verhält sich das und wie kann man die einzelnen Tests an- und ausstellen. Da seht ihr, dass hier bei dieser Implementierung habe ich eben alles rausgezogen. Sowas kann man noch testen, ne? Bist du größer, kleiner, gleich, sowas. Aber hier, solche Sachen sind halt doof zu testen, schlicht und ergreifend. Also, da müsst ihr einfach ein bisschen mehr rumtricksen oder bessere Tests schreiben. Aber dieselben Tests, und das ist das Wichtige, sind einfach robuster. Das heißt, im Umkehrschluss refactored, damit es eben sauberer wird. Das ist eigentlich alles. Okay, sind dazu eigentlich irgendwelche Fragen? Jetzt traut sich keiner mehr zu fragen, ne? Doch? Man musste ja alle Tests-Klassen angeben oder Packages, die man testen will. Ja. Wäre es denn theoretisch möglich, dass das Tool quasi die Dependency-Kette durchgeht und selber weiß, was quasi Sagen wir so, du kannst natürlich eine gewisse Intelligenz jetzt reinsetzen, dass du sagst, okay, analysiere mir diesen ganzen Abhängigkeitsgraph und jetzt möchte ich zum Beispiel, wenn ich diese Klasse editiere, sind ja nur noch die, die irgendwie davon betroffen sind. Aber letztendlich, mach es einfach. Du hast einfach nur einen Sack Tests und ich ändere ein Ding und irgendwas muss fehlschlagen. Wie die in Korrelation zueinander stehen, sei mal dahingestellt. Ja? Das ist eine andere Frage. Also warum schlägt da hinten dieser Test fehl? Weil ich da etwas gemacht habe. Ja, und das maschinell auszuwerten, ist sicherlich ein bisschen mehr Aufwand. Aber prinzipiell, du gibst den Wertevorrat an, der einer Mutation zur Verfügung gestellt wird. Also, das darf mutiert werden. Was ich dadurch vermeiden will, ist, dass ich die Modulstruktur anpassen muss, daran, dass es eben schneller geht mit PyTests. Weil wenn du es selber analysieren müsst, müsst es nicht von Hand zerstören. Dann gibst du aber nur die Package-Namen an. Ne, bei diesem, ja. Das ist hier, wenn ihr mal schaust. Hier, da. Da gibst du einfach die Target und Target Test. Also über diese Pakete kannst du das eingrenzen. Ja? Aber oftmals ist es so, dass du dann eben relativ grobe oder große Packages irgendwann hast. Und da kommt eben richtig viel Zeugs zueinander. Und wenn du das über die Packages nicht trennen kannst, also hier über die Angabe, hilft dir nur noch Quelltext separieren. Weil die dummerweise in seinem Package sind. Gerade so, ich habe meine Utils, ich kann alles super, mega, 10 Jahre gewachsen Package, ja. Wo dann so das ganze Firmenwissen drin steckt. Und auch noch, es war mal die Diplomarbeit vom Chef. Ja? Und die Dinger darfst du ja sowieso erstmal nicht anfassen. Aber prinzipiell kannst du die eben dann so nicht exkludieren. Du kannst jetzt einzelne Klassen da noch angeben oder so, aber dann wird es irgendwann unhandlich. Ja? Also prinzipiell wird es eher darauf hinauslaufen, dass du sagst, ich mache dieses Reporting auf Modulen, die Module werden kleiner, die separiere ich. Dadurch ist es auch so, dass ich eben nur innerhalb des Moduls teste und mehrere Leute können parallel diese Tests schreiben, ohne dass sie sich gegenseitig beeinflussen. Das Zeug zu trennen führt meistens dazu, dass die Leute anfangen, sowas wie Interfaces zu benutzen, ja? Weil sie eben dann sagen, okay, über das Interface arbeiten wir.
Dementsprechend, in irgendeiner Form wird es zu einer Restrukturierung führen. Meistens. Also zumindest ist meine Erfahrung, dass wenn ich einen Bestand habe, führt es dazu, die Pakete werden kleiner, Implementierungen werden refactored, ja, und weil dann weil die Turnaround-Zeit einfach kürzer ist. Ja. Aber wie gesagt, kann ja auch bei dir ganz anders sein. Weiß ich nicht. Aber prinzipiell hat keiner Lust, 5 Minuten zu warten. Oder du hast wirklich Beamtenqualitäten. Ja? Also das, ja, da musst du wirklich sehr viel Geduld dann haben. Ja? Und je kürzer diese Zyklen sind, desto eher ist auch das Feedback und desto schneller kommst du zum Ziel. Also von dem her, Rotation Testing, ja, macht robuste Tests. Du denkst nochmal über deinen Quelltext nach, aber es führt zum Refactor. Und das muss dir klar sein, wenn du damit zu deinem Chef gehst und sagst, oh, wir machen jetzt Mutation Testing. Ja? Das hier. Und du brauchst wahrscheinlich bei größeren Projekten wirklich auch etwas mehr Maschine. Okay? So zum Ausführen. Ja? Sagen wir so, wenn du eine geringe Test-Coverage hast, schlagen die einfach ganz viele Mutationen durch. Wenn ich hier noch artig sitze, ich habe noch so ein Büchlein mit Heinz Kabutz geschrieben, da könnt ihr hier mal reingucken. Das ist jetzt nur Core Java Proxy-Zeugs. Einfach nur mal rumgehen. Das ist einer meiner wenigen Präsenzbestände, also bitte nicht mitnehmen. Nee, also Test-Coverage ist wirklich einfach nur die Hausaufgaben. Ich habe überhaupt erstmal Tests. Also wenn ich 20% Testabdeckung habe, dann stellt sich für mich sowieso ein Problem. Ich muss sowieso was tun. Jetzt kann man natürlich Mutation Testing benutzen, um von diesen 50, also ich habe den Test mit verschiedenen Teams gemacht und habe gesagt, okay, hier hast du, also wirklich in der Trainingssituation, hier hast du dieses Stückchen Quelltext. Schreibe dazu gute Tests. Und es führte dazu, dass die dann natürlich mit einer erhöhten Aufmerksamkeit versucht haben, ganz gezielt gute Tests zu schreiben. Aber der Mensch hat halt bestimmte Vor- und Nachteile in der Art und Weise, wie er vorgeht. Und das erste war, die wenigsten machten dann noch irgendwie Exception Testing. Also, wenn ich da Null reinstecke, erwarte ich Null Pointer Exception. Gut, wenn das saß, war, ich muss die Grenzen machen. Aber dann wurde es schwierig mit der Vorstellung. Das heißt, es wurden dann 40 Tests geschrieben, aber sie haben nicht zu einem robusteren Quelltext geführt. Oder zu einer robusteren Testabdeckung des Quelltexts. Das heißt, hast du gar keine Testabdeckung, macht es durchaus Sinn, so Mutation Testing erstmal durchlaufen zu lassen, auch wenn du null Tests hast, und nur mal zu gucken, wo sind die ganz fiesen Stellen. Und dann schreibst du da möglichst wenig JUnit-Tests, die erstmal ganz viele Mutationen eliminieren. Und damit hast du meistens die komplizierten oder die kritischen Quelltextstellen sowieso erst einmal im Fokus. Falls du nicht sowieso schon weißt, das ist schwierig da. Das ist doof. Ja? So, das auf jeden Fall. Aber prinzipiell ist das durchaus so ein wechselseitiger Ansatz. Du kannst es auch wirklich am Anfang nehmen, zu sagen, ich habe es jetzt runterkodiert, Mutation Testing, oh, das sieht gruselig aus. Dafür schreibe ich jetzt meine 5 Tests. Und mit den 5 Tests erschlägst du halt sehr, sehr viel. Ja? Wichtig ist halt, die Maschine hilft dir, diese Stellen zu finden. Und das ist reproduzierbar. Das ist also nicht abhängig vom Entwickler. Weil manuell geschriebene JUnit-Tests sind sehr stark abhängig vom Entwickler. Ja? Und oftmals fangen die dann an mit Integer Max Value, Integer Min Value, aber das hat überhaupt keine Relevanz, weil das eben in diesem Quelltext überhaupt nicht zu Problemen führt. Aber es ist erstmal eine Grenze, die muss ich testen und dann hast du 2 weitere Tests. Ganz viele Tests haben eine höhere Laufzeit. Eine höhere Laufzeit bedeutet einfach nur, du musst jeden Tag immer länger warten. Ja? Das will man ja vermeiden. Okay, sonst noch irgendeine Frage? Gute Frage, keine Ahnung. Ich kann nur Java. Ne? Ja, ich muss leider Geld damit verdienen. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass du, wenn es Bytecode ist, ich habe es jetzt halt wirklich nur mit Java ausprobiert, mit Java 8 ausprobiert und ich habe JUnit-Tests verwendet. So, weil das ist das, was mir ständig um die Ohren fliegt, wenn ich irgendwo beim Kunden bin oder sonst irgendwas. Dementsprechend, da weiß ich, okay, es funktioniert, ob es jetzt mit irgendwie Groovy, Scala, sonst irgendwas. Musste nachlesen. Ich weiß nur, die Konzepte sind alt. Ich weiß, dass es auch für Ruby gibt so ein Zeug. Ich habe sowas für PHP gesehen. Ja. Also es gibt da verschiedene Sachen, aber einfach nur, das Prinzip ist das gleiche. Es gibt halt Mutationen, die sind sprachunabhängig. Es gibt dann sprachabhängige Mutationen. Guckt euch an, wie die jeweiligen Sachen sind. Und wenn man gezielt danach sucht, findet man mehr, als man erwartet. Ja. Ja, defaultmäßig nimmt er nur die nicht experimentell sind und das ist erstmal robust, führt aber, wenn du es unbedacht anwendest, auf einem großen Projekt erstmal zu ganz viel Frustration.
Das ist wie mit Checkstyle, ne? Du willst, dass es ordentlich ist, also fängst du erstmal an, per Checkstyle überhaupt erstmal Klammern gleich zu machen. Und dann hast du schon genug Ärger. Ne? Verhält er sich, also macht ihr tatsächlich nur Mutationen, die tatsächlich echte Fehler sind, oder verrechnet ihr sich manchmal und macht mal eine Mutation, die aber kein auch im Quelltext zum Beispiel, ist egal, ist, ob man zuerst die erste Anweisung macht und dann die zweite, oder zuerst die zweite und dann die erste? Das Beispiel hatten wir ja mit dem mal minus 1. Was wir auch geteilt durch minus 1 machen müssen. Er macht eine Mutation, es wird nichts gekillt. Dementsprechend sagt er, da ist eine Mutation, die marke ich erstmal an. Ich habe aus einem Mal ein geteilt gemacht. So, das heißt, solche Sachen wirst du finden und jetzt musst du entscheiden, wie du damit umgehst. Entweder du sagst, okay, das ist etwas, was ich in dem Fall durchgehen lasse, musst du so ein To-Do dazu schreiben, damit der nächste Projektleiter nicht sagt, halt, da ist was rot, ich zitiere dich nachts um 3 rein. Das andere ist, du musst refaktern, wenn es zum semantischen Äquivalent führen kann, was du dann besser testen kannst, ja. Selektiv jeden False Positiv nach Richtigkeit bewerten. Ich möchte möglichst ein Framework oder ein Tool, das wenige Fehler macht, wenn ihr die Stelle der Mutation auswählt. Also ich hätte auch ganz gerne ein Tool, was mir, wenn ich so ein UML-Diagramm gemalt hatte, eine skalierbare Anwendung draus macht. Das Problem ist jetzt, ich muss jetzt irgendwie die Balance finden zwischen, das sind die Mutationen, die erlaubt sind, die schalte ich an und dann, wie sieht es bei mir wirklich aus? Also macht diese Mutation bei mir Sinn? Führt sie zu einem Fehler, der detektiert wurde oder führt zu einem Fehler, der wirklich ein Fehler ist oder der mit einem JUnit-Test belegt ist? Gerade dieses Mal und geteilt durch minus 1, woher soll die Maschine wissen, dass das in dem Fall okay ist? Ja? Also musst du diese Entscheidung treffen und es gibt multiple Wege, mit dieser Entscheidung umzugehen. Entweder du sagst, in dem Fall ist mir egal, rot ist gut, schreibe ich dagegen, dokumentiere ich. Ich schalte diese ganze Mutation aus und überall anders ist mir auch egal, ob geteilt durch ein Mal-Äquivalent ist, ist auch okay. Ich fange an, das pro Klasse zu definieren, da werde ich wahnsinnig, wenn ich dann mit dem Definieren nicht mehr fertig werde. Also irgendeinen Weg wirst du gehen und meistens ist es so, dass du entweder definierst, okay, bestimmte Mutationen, da wird eben dran geschrieben, in dem Fall diese Mutation, ist egal. Ich habe noch keine Annotation gefunden, dass du die für diese Zeile exklusiv deaktivieren kannst. Ja? Richtig. Aber ich habe auch mal geguckt, ob es so Annotationen gibt, dass du sagst, okay, hier dieses bitte nicht anmarken oder so. Das gibt es nicht. Also entweder du konfigurierst oder du refactorst oder du schreibst dran, in dem Fall ist es okay. So. Mehr kann ich dir im Moment da auch praktisch nicht an die Hand geben. Das Ding ist super. Also du lässt es drüber laufen, du hast die Hotspots, du eliminierst die Hotspots und dann hast du schon mal wesentlich bessere Testabdeckung. Das ist super. Und das hat mir auch schon das ein oder andere Mal durchaus so ein Bugfix wieder zurückgespült, weil der Fehler zwar behoben war, aber ja, ne, der nächste Auftrag war sicher. Ja. Okay. Wir sind aber noch nicht so weit, dass wir aus den Tests heraus Permutationen und ein Framework stricken könnten, indem wir sagen, ich habe hier einen Satz von Tests, machen wir mal Test-Driven, du programmierst mir den Test. Das würde ja bedeuten, dass du, also sagen wir so, wahrscheinlich gibt es irgendeinen Theoretiker, der das jetzt beweisen könnte mit so ganz komischen Buchstaben. So kann ich ja nicht, kann ja nur ganz normal beschreiben. Aber wenn du in JUnit und mit Mutation Testing oder was auch immer, also sprich mit JUnit, das Problem so adäquat formulierst, dass es zum symmetrischen Problem wird und du reverse etwas generieren könntest, ja, glaube ich aber nicht dran. Ja? Also prinzipiell, TDD kann man jetzt natürlich ganz exzessiv machen, so wie es auch ganz anders. Es gibt Leute, die sagen, wir machen jetzt Scrum und da gibt es nur Scrum und weh, du weißt davon ab, dann gibt das echt ein Problem. Ja? Du stehst morgens eine Viertelstunde da mit dem Ball, egal wie. Ja? So, und jetzt gibt es das bei TDD natürlich auch. Es gibt Leute, die sagen, du schreibst erst alle Tests. Und wenn du alle Tests fertig hast, dann implementierst du dagegen. Und dann ist das Wasserfall rückwärts, ja? Fließt das Wasser hoch. Also wird es irgendwie so sein, dass du eine Mischung draus machst. Also wie mache ich ein API-Design? Ich schreibe erstmal hin, so will ich das als Entwickler benutzen. Ah, okay, dann schreibe ich einen Test dazu. Fällt sich das? Ja, partielle Implementierung. So, und dann mache ich so ein Ping-Pong-Spiel. Ich schreibe Test, damit definiere ich, dann merke ich, oh, das Ding ist blöd zu benutzen, dann refactor ich das Ding. So, dieses Ping-Pong-Spiel, das wirst du wahrscheinlich praktisch haben. Meistens ändern sich auch die Anforderungen, ne? Außer du hast wirklich einen guten Vertrag.
Und dementsprechend ist es dann so, dass dann zu einem Zeitpunkt, dass du sagst, okay, die Implementierung ist so weit, dass jetzt so die ersten QMQS-Maßnahmen diesbezüglich sind, weil ich habe das Problem erfasst, die ersten Refactoring-Sachen sind so weit stabil, das API könnte funktionieren, dass du dann mit Mutation Coverage sozusagen diese Struktur, die du hast, festzurst. Ja, und verstehe es auch so. Also TDD ist, um die logische Korrektheit nachzuweisen. Und mit Mutation Testing siehst du einfach nur zu, dass Modifikationen unwahrscheinlich werden, ohne dass sie detektiert werden. Ja? Also es wird ein Ping-Pong-Spiel sein. Oder habe ich deine Frage völlig falsch verstanden? Jetzt sag bitte nicht ja. Sag's höflich. Das war ja auch nur ein Gedankenexperiment von mir. Okay. Ja, ja. Ja, aber du müsstest ja mit den Tests das System so genau beschreiben, dass dadurch eine eindeutige Rücktransformation stattfindet. Und meistens musst du dann wahrscheinlich so viel Aufwand in die Definition, dass genauso wie ich male mit UML das und Sequenz- und Kollaborationsdiagramm, dass das ganze System 100% definiert ist und jetzt drücke ich auf den Knopf und da kommt mal eine Anwendung raus. Ja, das was lernen wir daraus? Ey, lass das UML-Zeug sein. Ey. Das hat mich in den 90ern schon genervt, ja. Okay. Das ist ein relativ simples Statement. Richtig. Wenn man jetzt, ich weiß nicht, Streaming-API oder sowas benutzt. Das wird gruselig. Wollte ich gerade fragen. Richtig. Beispiel dazu hast, weil ich kann mir gerade nicht vorstellen, was es damit anfangen würde. Also prinzipiell, wenn du das erste Mal auf deinem Quelltext laufen lässt, so ganz viele Stellen finden, die ganz Legacy-Code sind und bei denen du sagst so, boah, ne, so. Dann geht's so los, so, wem erkläre ich das und vor allem, wie erkläre ich das? Ne? So, wenn du das hast, dann kommst du sicherlich irgendwann zu so Sachen wie Asynchronität, wie gehst du mit Partial Beans um, wie gehst du mit ganzen Proxys um und so weiter. Und da wird das ganze Zeug schmutzig. Also, gehen wir mal davon aus, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Beispiel so schnell hinbekomme, aber die Sache ist die, ich hab zum Beispiel so ein Open-Source-Projekt, da kannst du so, hast einen Proxy-Builder. Ja? Und da kannst du zum Beispiel sagen, ich brauche einen Proxy-Builder oder einen Dynamic-Object-Adapter, da hast du ein Interface und da schreibst du oben drüber add Dynamic-Object-Adapter und dann generiert dir sozusagen dazu ein Builder für einen Dynamic-Object-Adapter und dann kannst du partielle Implementierung on the fly vornehmen. Dann sagst du, okay, diese Methode will ich implementieren und das soll dann per Inject dahin oder so. Und jetzt kommt so Mutation Testing und sagt so, wow, Moment, weil, was steckt da alles drin? Interfaces? Ja, okay. Default-Implementierung, Java 8? Schauen wir mal. Dann Annotation Processing. Oh, generierter Quelltext. Dann der Generator an sich, wenn der Teil des Projektes ist. Okay. Und dann kommt auch noch irgendwie sowas, was eben via Reflection arbeitet. Weil ein Dynamic Object Adapter? Ist das überhaupt, wem sagt Dynamic Object Adapter jetzt nichts? Mensch, warum sagt ihr nichts? Ich habe doch gesagt, benutze ich komische Worte, müsst ihr gleich nachfragen. Also ein Dynamic Object Adapter ist in der einfachsten Form erstmal das, dass er, kann ich Quelltext zeigen, geht, Book, warte mal, da ist doch der Sven, geht online. Dynamic Object Adapter, die Rohform. Also, ist übrigens frei verfügbar. Bei Gitbook nach Sven Ruppert suchen, da habe ich so ein komisches Zeug geschrieben und da kann man sowas nachlesen. Da steht auch ein bisschen was über Mutation Testing hier unten. Ne? Und das wächst so regelmäßig und könnt ihr als PDF downloaden, was auch immer. Also, der klassische Dynamic Object Adapter, da springe ich eigentlich gerade den Zeitrahmen, ja, das geht noch. Der klassische sieht so aus, dass ich Folgendes mache. Ich gehe davon aus, ich habe eine Klasse. Und zu dieser Klasse, wenn ich Dynamic Proxies vom JDK benutze, brauche ich auch ein Interface dafür. Jetzt habe ich eben, wenn ich einen Adapter schreibe, um eine Methode zu adaptieren, dann habe ich meistens einen Adapter mit Delegator. Sprich, ich habe also irgendwie diesen Adapter, da drin ist das Original und dann delegiere ich diese eine Methode auf das neue, ansonsten delegiere ich aufs Original zurück. Okay? Wenn ich das jetzt mit einem Proxy mache, kann ich hingehen und sagen, ich habe das Original und da gehe ich via Reflection dran und hole mir erstmal via Reflection die Instanzen der Methode mit den jeweiligen Parametern und die lege ich in eine Hashmap als Key. Jetzt rufe ich eine Methode auf dem Proxy auf. Das heißt, der Invocation Handler sagt, hallo, ich möchte jetzt Methode Hoppelpoppel mit Parameter 1, 2, 3 aufrufen. Okay, dann geht er in die Hashmap und sagt, okay, hast du via Reflection, hast du eigentlich diese Methode? Gibt es die bei dieser Klasse? Ja. Und jetzt könnte man folgende Entscheidung treffen. Ich möchte jetzt nur partiell eine Methode überschreiben. Was brauche ich?
Ich brauche eine Klasse, die nicht in der Vererbung drin liegt, die nur diese eine Methode implementiert, also die gleiche Signatur hat. Und es muss eine zustandslose Klasse sein, weil ich das sonst nicht so unfallfrei machen kann. Wollen wir ja sowieso nur noch machen. Ja, es sind ja so die Überbleibsel von Functional Programming und so. Also, wir haben also jetzt eine Klasse, da ist die Methode Hoppelpoppel drin und wir haben das Original mit der Methode Hoppelpoppel. So, und jetzt gebe ich die beide diesem dynamischen Proxy. Jetzt rufe ich genau diese Methode auf, Hoppelpoppel. Jetzt geht er rein und sagt, ah, Hoppelpoppel soll ich aufrufen? Ja, jetzt möchte ich delegieren. Jetzt muss er die Entscheidung treffen, nehme ich das Original oder nehme ich die den Adapter, also die neue Methode. Der sucht also in der HashMap, finde ich zu dieser Methodensignatur, finde ich diese Methode mit diesen Parametern? Ja, dann führst du auf dem Adapter die Methode aus, ansonsten auf dem Original. Relativ einfach. So, das ist dann zum Beispiel sowas, dass hier eben diesen Invocation-Händler, das ist also Dynamic Proxy vom JDK 1.3, ist ein bisschen neu, aber ist okay. Und da gibt es eben diese Methode Invoke. Und da kommt eben der Proxy rein, die Methode, die aufgerufen werden soll und die Parameter. Und jetzt könnte man sich überlegen, wenn ich also in dieser HashMap eben diesen Method Identifier habe, der besteht wirklich nur aus Methode und Parameter als Schlüssel. Ich gehe mal davon aus, dass es da keine Multiplizitäten gibt an der Stelle. Dann kann ich mir eben gucken, sag mal, hast du eine? Entweder, wenn es ungleich 0 ist, dann invokst du eben Adapter mit den Argumenten, ansonsten das Original mit den Argumenten. Du kannst also wechseln. Das heißt, du kannst also partiell eine Methode überschreiben, ohne in der Vererbung zu sein, ohne einen Adapter mit Delegator zu arbeiten. Das kannst du natürlich on the fly machen, weil wenn du hier jetzt diese HashMap hast, kannst du natürlich zu jedem beliebigen Zeitpunkt einen neuen Adapter reinlegen, zur Laufzeit. Ist cool. Das Ganze ist ein bisschen blöd, weil das ist hier ne, so mit Object, nicht TypeSafe. Und wie man das ganze Ding TypeSafe machen kann, das habe ich hier beschrieben. Aber dann fängst du eben an, ne? Also dann kannst du sagen, okay, ich habe ein Interface, dann habe ich zwei Methoden, dann mache ich da zwei Functional Interfaces draus, damit ich damit Lambda-Expressions adden kann und so weiter. Da kann man dann schöne Sachen machen. Aber das Problem ist, wenn du jetzt mit Mutation-Testing an solche Sachen rangehst, dann hast du Reflection drin, dann hast du Annotation-Processing drin und. Also das wird schmutzig. Und wenn du dann noch mit Complete Future arbeitest, also asynchron Calls oder so, dann wird das natürlich irgendwie so, toll. Aber du wirst auf jeden Fall Hotspots bekommen. Du wirst einige Sachen exkludieren müssen. Andere Sachen wirst du aber sehr schnell identifizieren, dass du sie sehr robust machst. Also alles, was in der statischen Semantik ist, wirst du relativ gut erfassen können. Alles, was nicht in der statischen Semantik ist, wird für dich sowieso ein Problem werden. Dementsprechend wird Groovy wahrscheinlich eine Katastrophe. Ja? Ja, der Bytecode dann. Ne? Aber das dynamische Typisieren und das Ganze. Wie ist es, wenn du mit Invoke Dynamic arbeitest? Ja? Wie ist es mit Java 9, zum Beispiel mit VAR-Handles? Was funktioniert dann? Was ist mit Off-Heap-Strukturen? Also es gibt ganz viele Bereiche, die natürlich davon, sagen wir mal, in einer Weise berührt werden, dass es erstmal nur so ein rotes Etwas ist. Aber die ganz klassischen Quelltexte, und ich gehe davon aus, dass sehr, sehr viel Quelltext in Geschäftsanwendungen klassischer Quelltext ist. If, while, sonst irgendwas. Und den kannst du robust machen. Und damit hast du schon mal gewonnen. Okay? Also du wirst Teile finden, die sind einfach doof und damit nicht erfassbar. Absolut klar, das stelle ich nicht in Frage. War nur die Frage, ob du irgendwie Erfahrung hast, wie gut sich das jetzt eben auch vielleicht für irgendwelche modernen APIs anwenden lässt. Das ist ja das, was ich meine. Annotation Processing ab JDK 6, fast keine benutzt ist, aber da hast du generierten Quelltext, der inkludiert wird und dementsprechend müsstest du den Generator anpassen können. Ne? Ja. Reflection ist immer ein Problem, ist ja wie Opium. Ne? Bein ab, bisschen Opium, gut. Bein dran, Opium, schlecht. Ne? So, also dementsprechend hast du hier natürlich auch genau dieses, was wie intensiv das verwendet wird in den jeweiligen Umgebungen, hast du dann eben auch Auswirkungen auf, was dir Mutation Testing bringt. Aber ich gehe davon aus, Legacy-Anwendung, Geschäftsprozesse, sonst irgendwas, wirst du erstmal nachweisbar was erreichen können. Und vor allen Dingen das Gute ist, du kannst zu deinem Kollegen sagen, ey, Mutation Testing sagt, das ist doof. Aber wenn du da ein bisschen mehr wissen willst, hier unter Gitbook, Sven Ruppert, suchst du und da findest du dann auch das mit dem Dynamic Object Adapter und den ganzen Kram da drin. Könntest du nochmal nachlesen. Ansonsten habe ich das GitHub gemacht, da habe ich sozusagen genau diese Sachen hier rein. Da habt ihr ja einfach auf dem Master Branch, habe ich euch einmal die POM, damit ihr wisst, wie ihr es deklariert und dann eben die Implementierung Version 1.2, so zwei kleine Beispiele gemacht und dazu dann eben auch die Tests. So, dass ihr das einfach starten und dann spielen könnt. Könnt ihr gleich loslegen. Ja? Ich habe eine Frage generell zum Mutation Testing. Was ist denn für dich so der Hauptzweck?
mehr und bessere Tests zu haben oder ein besseres Testset zu finden? Oder ist für dich der Hauptzweck, Stellen im Code zu finden, die du lieber nochmal überarbeitest oder refaktorierst, bevor du das Ding benutzt? Die zwei Punkte plus Entwickler, mit denen ich zusammenarbeite, endlich dazu hinzubekommen, bei JUnit-Testen mal nachzudenken, wie sie die schreiben. Also die drei Punkte nämlich. Erstens, es führt meistens dazu, dass du refactorst. Habe ich ja immer wieder gesagt. Das ist gut, du räumst deinen Code auf. Aber eine Maschine sagt, dass es notwendig ist, weil du eben sonst deine Test-Coverage nicht ordentlich hochbekommst. Zweitens, du sorgst dafür, dass eben ein neutrales Medium in deinem Projekt diese Kontrollinstanz durchführt. Das ist auch sehr gut, manchmal sehr heilsam im Projekt oder in der Projekthygiene. Ja? Immer so ein paar Leute sagen, ich mache perfekte Sachen. Das führt auch oftmals dazu, wenn du Mutation-Testing führst, dass eine gewisse Demut bei diesen, sagen wir mal, lokalen Fürsten entsteht. Du kommst in ein Projekt rein und ich mache das seit 10 Jahren. Und ich weiß, wie das läuft. Mach mir kein X für ein U vor. Brauchst mir gar nicht kommen. Und du bist sowieso viel jünger und ich habe recht. So. Und dann sagst du, okay, warum passiert dieses oder jenes? Das sorgt dafür, dass bei einfachen Quelltexten schon so ein Nachdenken stattfindet, so, oh, was passiert wirklich? Also man bekommt wieder ein Auge fürs Detail. Und zwar für die Details, die bei langlebigen Projekten dafür sorgen, dass du wartbaren Code schreibst oder robusten Code schreibst. Wenn du so Fire-and-Forget-Projekte hast, so, ich mache jetzt 6 Wochen, dann raus, Produktion, weg, ist egal. Dann wird dir das nicht so viel bringen. Wenn du ein Produkt, wenn du in der Produktentwicklung bist, dann wird dir das sehr viel bringen. Also auch hier wird die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Ja? Ich mache mal einen Webshop, den lege ich raus, dann läuft der und dann ist egal und irgendwann wird der neu implementiert, dann ist gut. Ja? Aber wenn du ein Produkt machst, was jetzt 10 Jahre entwickelt werden muss, dann wirst du da wahrscheinlich sehr glücklich drüber werden. Genauso wie Findbugs und Checks. Ja, was auch hervorragend ist, du hast ein Kernteam von 10 Leuten und Management entscheidet, da holen wir jetzt mal 20 Externe rein. Schwupp. Und dann hast du ja so verschiedene Lebensphasen. Also du entwickelst irgendwie das, was der Fachbereich gesagt hat, alles ist schön, super Architektur und dann kommt der Worst Case, die Performance- und Lasttestphase. 14 Tage und dein Quelltext sieht aus wie Panzerübungsplatz, ja. Also wegen der Performance wird sozusagen alles über den Haufen geworfen, alles kaputt gemacht und sonst irgendwas, damit eben jetzt dieses Performance-Ziel erreicht wird. Und wenn du das versuchst, möglichst frühzeitig reinzuschieben, dann kannst du auf der einen Seite schon mal sehen, durch diese Separation führt es meistens sogar durch zu einfachen Code, den kannst du auch besser optimieren. Performance, Sauberkeit, Modifikation und so weiter. Und du wirst also multiplen Benefit davon haben. Aber wie gesagt, es macht nur Sinn, wenn er eben lang mit dem Quelltext leben muss. Ansonsten macht es keinen Sinn, weil die Investition sich nicht rentiert. Okay. Noch eine Frage? Hat irgendjemand das Buch schon aufgefressen oder wo ist das gerade? Ah, er hat's. Okay. Nee, also wie gesagt, Beispiel ist da. Probiert es einfach mal aus. Macht's wirklich so, wenn der Maven Project Dependency rein, einmal laufen lassen, freuen, plant einen Kaffee ein, wenn das Package ein bisschen größer ist und lest einfach nur mal diesen Report. Das wird euch einiges zeigen. Es gibt, glaube ich, für Sonatype ein Plugin, dass ihr es da drüber laufen lassen könnt. Beim Team City, Bamboo und sonst was weiß ich nur, dass du über Maven das triggern kannst und die Artefakte, also sprich diesen Report, aufheben kannst, wenn du sowas hast. Interessant wäre ja, ob der Mutation-Testing auf allen Plattformen gleich ist, ne? Ja. Ja? Nee, ich programmiere ja. Ja, sagen wir so, also das Mutation-Testing an sich, es gibt generische Aspekte, wie ich meinte, zum Beispiel Qualifier, Sichtweisen und so weiter. Und dann gibt es natürlich Java-spezifische Mutationen. Das Framework arbeitet auf Bytecode. Und dementsprechend erstmal alles, was irgendwie auf der JVM Bytecode da durchlaufen ist. Inwieweit das jetzt mit Groovy und Code zusammenarbeitet, habe ich keine praktische Erfahrung. Weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es in gewisser Weise funktioniert. Ich weiß aber, dass mit Java sehr gut funktioniert. Wie das jetzt mit JavaScript und so ist, keine Ahnung. Ja. Ist. Aber ich habe, wie gesehen, es gibt für verschiedene Sprachen gibt's Mutation Testing Frameworks. Und ja, jetzt einfach Dr. Google fragen. Ne? Ich habe schon geguckt, es gibt eins, aber ich habe es nicht ausprobiert in der Zwischenzeit. Ja, auf der anderen Seite, Mutation Testing. Wann kann Mutation Testing gut sein, wenn du eine möglichst harte Semantik hast? Wenn du eine schwache Semantik hast, dann wird es immer schwieriger, damit umzugehen.
Aber ausprobieren. Bei Java ist cool. Okay? Noch irgendjemand mit einer Frage? Oder habt ihr jetzt alle Hunger und wollt endlich zum Grillen? Hervorragend. Gut. Nee, also, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, gleich beim Grillen. Ansonsten tausend Dank, dass ihr hier so fleißig zugehört habt. Und wenn irgendwie Fragen sind, mailt oder sonst irgendwas und tut hier den Veranstaltern die Freude und berichtet darüber, dass demnächst die Bude noch voller wird. Danke.